Sehr oft werde ich gefragt zu vielen Themen, auch die Themen neue Trainingstechniken mit verschiedenen Voraussetzungen von gewissen Maschinen, ganz tolle Techniken wie Vibration, wie Reizströme, Vakuum verpackt und so weiter. Ich möchte da auch gar nicht so lange drauf eingehen. Und zwar möchte ich nur ein klein wenig wachrütteln. Und zwar folgende Frage. Befindet sich der Mensch in der freien Natur jemals in der Evolution zurückgedacht, auch im heutigen Zustand, Hochfrequenzenschwingungen ausgesetzt? Ja oder nein? Befindet sich der Mensch in der Natur, also mal ganz zurückgedacht und auch heute, gewissen Strömen ausgesetzt in Frequenzen, in Stärkeintervallen, wie sie gewisse Maschinen produzieren? Ja oder nein? Ist er diesen jemals ausgesetzt gewesen? Wie läuft es im Körper? Wie verarbeiten dann die Signalempfänger zum Beispiel, die Nervbahnen? Wie verarbeiten die so ein Angebot an nicht natürlichen Strömen? Befindet sich der Mensch in der Natur gewissen Unterdrücken? Was passiert am Körper? Wird da zum Beispiel durch den Unterdruck gewisse Wassermengen verringert im Körper, die dazu führen, dass Umfänge kleiner werden? Das sind so alles Fragen, die man sich einfach mal in Ruhe stellen sollte. Und ich bin mir ganz sicher, dass der eine oder andere da auf ganz gute Resultate kommt. Deswegen, das war jetzt einfach mal so ein kleiner Gedankenanstoß zu gewissen Angeboten, die man angeboten bekommt. Macht man sich einfach mal ganz normale, logische Gedanken drüber. Das war's schon. Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein Krafttraining, dein funktionales Krafttraining, deine gesunde Ernährung, deine atem- und bedarfsgerechte Ernährung. Meine Aufgabe,